So, das typische So immer am Anfang. Wir machen jetzt was ganz Tolles. Und zwar backen wir herzhafte Muffins. Muffin herzhaft. Muffin süß kennt jeder, Muffin herzhaft nicht. Ich eigentlich bisher auch nicht, aber ich bin ja ein Freund des Ausprobierens. Und deswegen werden wir jetzt mal nach Herzenslust versuchen. Ein Grundrezept habe ich vor kurzem mal gefunden. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich habe mir das auf so kleinen Zettel geschrieben. Buttermilch zum Backen. Nicht verkehrt. Buttermilch ist bestimmt eine sehr angenehme Sache für herzhafte Muffins. Ich werde das jetzt ausprobieren. Wir brauchen eigentlich die Hälfte davon. Ich werde ein ganz kleines bisschen mehr nehmen. Die Töpfchen sind 500 Gramm. 250 brauchen wir auf jeden Fall, aber ihr wisst ja mittlerweile, ich mache das gerne so Pi mal Daumen, wenn da ein bisschen mehr reinkommt oder ein bisschen weniger, ist nicht schlimm. Dann brauchen wir 450 Gramm normales Weizenmehl. Auch das wisst ihr, ich nehme immer sehr gutes Mehl. Dieses ist von Gourmantis. Viele wollten das noch mal wissen. Geht einfach auf gourmantis.de ins Internet. Und da findet ihr die schönsten Sachen. Also da gibt es Mehlsorten, davon kann man nur träumen als Bäcker. Dann brauchen wir 2 Teelöffelchen Backpulver, das habe ich mir hier schon rausgelegt, 2 Teelöffel Natron, ganz normales Kaisernatron heißt das. Kennen vielleicht manche von euch so von den Omas oder Opas, die haben sowas in der Küche eigentlich immer gehabt, weil man da eine ganze Menge mitmachen kann. So, dann brauchen wir 2 Teelöffelchen Salz, 4 Eier und ungefähr 160 Milliliter Öl. Ich nehme entweder Rapsöl oder Olivenöl. Ich habe gerade festgestellt, Rapsöl reicht nicht mehr, da ist nicht mehr genug drin, also nehmen wir Olivenöl. 160 Milliliter, das werden wir uns jetzt mal sofort abfüllen. So, das ist ein klein bisschen mehr geworden, aber das macht ja nichts. So, wir nehmen jetzt erst einmal die Buttermilch. So, nur ein bisschen mehr. So, Buttermilch. Dann nehmen wir die Eier. Auch das habe ich euch schon mal erklärt. Ich berühre gerne die Eier einzeln, egal wo rein. Meistens wird die Konsistenz des Teigs dann wesentlich schöner, als wenn man alles auf einmal reinhaut. So, das zweite Ei. Und wie ihr wisst, Eier nehme ich nur entweder frisch vom Bauernhof oder von freilaufenden glücklichen Hühnern, weil wir wollen glückliches Gebäck. So, dann werden wir uns jetzt mal die 450 Gramm Mehl abmessen. Ein bisschen was zu. Jo, das ist gut. Vorsichtig jetzt. Immer Esslöffel für Esslöffel dazu und schön verrühren. Ein Teelöffel.
Einmal Salz. Zweimal Salz. Und Natron, das ist in so kleinen Beutelchen. Natron hat man früher in der Küche gerne genommen, als man noch kein Backpulver und alle solche Hilfsmittel hatte. Wenn ihr euch mal so ein Paket kauft, könnt ihr hinten lesen, das ist für ganz, ganz viele Sachen zu benutzen. So, und immer wieder esslöffelweise das Mehl dazu. Sobald der Teig etwas fester wird, füllen wir dann das Öl zu. Und das letzte Mehl mit 2 Teelöffeln Backpulver vermischen und den Rest dazu. So, und damit der Teig nicht so langweilig wird, habe ich mir überlegt, kommt da noch was anderes dran, was herzhaft ist? Nämlich Dinkelflocken. Ungefähr 2 Esslöffel. Und ein paar Sonnenblumenkerne. Die sind lecker und gesund. Könnt ihr auch super auf Salat mitessen, ein bisschen drüber gestreut, kriegt der Salat eine ganz andere Note. So, jetzt stellen wir das mal einmal etwas höher. Da tun wir ein bisschen mehr von durch. So. Fertig. Das ging super schnell. So, jetzt werden wir das mal kosten, weil den Teig kenne ich ja auch noch nicht. Mal gucken, ob da was für mein Schleckermäulchen im Topf bleiben muss. Das ist gut. Ist wirklich gut. Wer also nicht nur süße Sachen mag, für den ist das sicherlich eine ganz feine Abwechslung. So, und jetzt werden wir mal was ganz Tolles ausprobieren. Ich habe hier so eine ganz heiße Backform. Ist eigentlich für große Muffins oder Cupcakes oder wie auch immer, wo unten der Teig reinkommt und hier oben kann man, ja weiß ich nicht, entweder auch Teig reinmachen. Oder vielleicht auch Pudding. Und das kann man dann hinterher aufeinander setzen. Wir probieren das jetzt so aus. Ich nehme jetzt ein bisschen, nee, dafür können wir Rapsöl nehmen. Ein kleines bisschen von meinem Rapsöl. So, entweder mit den Händen oder mit dem Pinsel. So, einmal abputzen. Tuch sollte man immer dabei liegen haben. Und dann geht's los. Es gibt dann einen Riesenmuffin. Der sieht bestimmt hinterher sehr lustig aus. Und das werde ich dann
abends als Brot auf den Tisch stellen. Ist dann mal was ganz anderes. So, etwas bleibt dann noch übrig. Das machen wir jetzt einfach auf die andere Seite. So, da ich mit dieser Art von Muffin noch keine Erfahrung habe, habe ich jetzt den Backofen auf 150 Grad vorgeheizt, Heißluftgrill, nicht Heißluftgrill, Heißluftherd. Das stellen wir jetzt da rein. Die Seite mit dem wenigen Teig, die wird sicherlich schneller gut. Da mache ich jetzt also ungefähr nach 20 Minuten die Stäbchenprobe. Der andere Teig muss sicherlich eine halbe Stunde drin bleiben. Und wenn wir den dann nachher stürzen, dann seid ihr auf jeden Fall wieder dabei. Super süß. Jetzt wollen wir mal gucken. Wo haben wir unseren Stäbchen-Tester? So, einmal reinstechen. Toll. Dieses ist, ja, das ist noch zu weich. Das können wir natürlich noch nicht raus, aber den kleinen, den müssen wir jetzt mal ganz vorsichtig da raushiefen. So, schauen wir uns gleich an. Jetzt kommt der große mal schnell wieder rein. So, eigentlich ist das ja dafür da, dass man auf der einen Seite was backt und auf der anderen Seite ebenfalls beides stürzt, in der Mitte eventuell Creme rein und dann das Häuptchen da drauf setzt. Wir haben jetzt ein Kreiselchen damit gemacht, weil das ja nur noch ein Restteig war. Wir werden irgendwann auch noch mal einen großen Muffin backen mit so viel Teig, dass das richtig schön ein großer Kuchen wird. Aber dieser kleine, der ist niedlich, den werden wir gleich irgendwie bearbeiten. Mal gucken, was wir daraus machen. Den lassen wir jetzt erstmal abkühlen. Bisschen Teig. Lecker. Das schmeckt fast wie ein Schabbatabrot. Also richtig lecker. Freue ich mich schon drauf. Und das ist ja eigentlich ein, ja, fast ein Quarkölteig. Nur, dass wir keinen Quark genommen haben und Öl, sondern wir haben Buttermilch und Öl. Jetzt warten wir ab, bis der zweite fertig ist. Und dann wollen wir mal gucken, was wir dann mit dem Kleinen machen. Vielleicht fällt uns da irgendwas Nettes noch ein. Unser großer Muffin ist fertig. Vorsichtshalber noch einmal Stäbchen. Nein, er ist noch nicht fertig. Der braucht sehr lange. Ich glaube, ich habe da ein wenig zu viel reingemacht. Also schalten wir jetzt auf 100 runter und lassen ihn noch eine Viertelstunde drin. Und dann ist er ganz bestimmt fertig. So, wir nehmen den Kuchen jetzt raus. Sagen wir eher den Muffin oder das Kuchenbrot. So, wenn wir das nächste Mal diese Form probieren, dann werden wir gucken, dass wir die genau bis oben hinfüllen. Jetzt wollen wir mal sehen, ob der sich stürzen lässt. Oh ja. Ach, guck mal, wie süß. Also, beim nächsten Mal wird diese Form schön glatt gestrichen, hier ebenfalls. Dann werden beide Hälften gestürzt und dann wird es in etwa so aussehen, vermute ich mal. Dann kommt der eine da oben drauf. Und dann hat man einen, ja, einen lustigen kleinen oder großen Muffin. Oder einen kleinen Rodonkuchen. Auf jeden Fall finde ich den schon ganz niedlich. Ich nehme an, dass der auch lecker schmecken wird. Hat eine sehr schöne Konsistenz. Riecht sehr aromatisch. Wahrscheinlich durch Sonnenblumenkerne.